Die Nordsee ist ein ganz besonderer Lebensraum, weil sie relativ flach ist im Vergleich zu anderen Meeresgebieten und flache Meeresgebiete sind sehr produktiv. Besonders oder bekannt ist die Nordsee natürlich durch das Wattenmeer. Das Wattenmeer ist die größte zusammenhängende Sedimentküste auf der ganzen Welt. Dementsprechend leben dort auch ganz bestimmte Lebensgemeinschaften. Aber das Wattenmeer ist nicht nur regional von großer Bedeutung, sondern einfach auch international von herausragender Bedeutung. Ein schönes Beispiel dafür sind 12 Millionen Zugvögel, die jedes Jahr hierher kommen, im Wattenmeer auftanken und dann in ihre Überwinterungsgebiete fliegen. Die Nordsee ist ein Küstenmeer. Einerseits ist sie natürlich ein Naturraum, andererseits ist sie aber ein Industrieraum, der intensiv genutzt wird durch Fischerei, zum Beispiel durch Schifffahrt. Und dadurch entstehen natürlich Interessenkonflikte auch zwischen dem Naturschutz und industriellen oder wirtschaftlichen Bestrebungen. Und dieses Interessenkonflikt macht es eigentlich extrem interessant, auch für uns Wissenschaftler, diesen Konflikt zu beobachten und Strategien mitzuentwickeln, diese Konflikte zu lösen. Das Alfred-Wegener-Institut macht ja global wichtige Forschung. Wir haben verschiedenste Forschungsstationen in der Arktis und in der Antarktis. Und darüber hinaus hat es aber auch die Küstenforschungsstellen Sylt und Helgoland. Und ich denke, gerade so ein Institut wie das Alfred-Wegener-Institut, was jetzt diese Forschungsstellen an der Küste hat, hat auch eine lokale Verantwortung. Also wenn sich Lebensräume vor unserer Haustür verändern, müssen wir auch dafür Antworten geben können und auch Erklärungen abgeben können. Das machen wir mit dem Nordseebüro. Das heißt also, im Nordseebüro ist innerhalb des AWIS die lokale Umweltforschung zusammengeführt und damit auch ein zentraler Ansprechpartner. Das Nordseebüro ist einerseits eine Forschungseinheit des AWI, aber gleichzeitig eine Kommunikations- und Beratungseinheit. Und wir arbeiten mit Behörden als unsere Partner praktisch zusammen. Wir gucken, was sind deren Aufgaben, wo brauchen sie wissenschaftlichen Input, wo brauchen sie Beratung. Aber es sind eben auch nicht nur Behörden und Politik, sondern es ist eigentlich auch die breite Öffentlichkeit, die ein deutliches Interesse an den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung, vor allen Dingen mit Umweltbezug haben und auch mit Bezug zu Themen, die die Menschen unmittelbar berühren. Also das Nordseebüro hat an allen drei Küstenstationen jeweils eine Person, die dafür verantwortlich ist. Das ist an der Wattenmeerstation auf Sylt, in Bremerhaven und auf der Felseninsel Helgoland. Und das ist auch gut so, weil es gibt immer wieder Veränderungen im Lebensraum, die auch spontan entdeckt werden können. Und deshalb ist es auch gut, an diesen drei Stationen jeweils einen Vertreter zu haben. Hinzu kommt auch, dass das auch an unterschiedliche behördliche Verbindungen sind. Also zum Beispiel die Wattenmeerstation hat natürlich eine sehr gute Verbindung zu den Landesämtern in Schleswig-Holstein. In Bremerhaven gibt es dann eben bessere Verbindungen zu dem Land Bremen bzw. auch zu Niedersachsen. Und in Helgoland ist die Situation wieder eine ganz andere, weil das ein ganz besonderer Standort ist. Wir haben verschiedene Kernthemen, die wir bearbeiten. Das spiegelt sich dann auch in den Projekten wieder, die wir bearbeiten. Ein Thema ist zum Beispiel Neobiota, also gebietsfremde Arten, die in die Nordsee und angrenzende Meeresgebiete einwandern. Ein weiterer großer Themenaspekt ist Müll im Meer und Mikroplastik. Und das Thema hat natürlich eine Dimension, wo der Fokus auch nicht mehr nur auf der Nordsee liegt, sondern deutlich darüber hinausgeht und hat tatsächlich auch einen globalen Anspruch, was ja auch sehr gut ist, dass wir eben aus diesem Nordseefokus heraus eben globale Perspektiven entwickeln können. Ein weiteres Kernthema ist die Verbreitung und Strukturierung von den Organismengemeinschaften am Meeresboden. Das erfolgt in enger Zusammenarbeit eben mit Behörden, vor allen Dingen dem Bundesamt für Naturschutz. Dort führen wir auch seit vielen Jahren Projekte durch, die sich eben tatsächlich auch daran orientieren, was sind die Ansprüche des Bundesamtes für Naturschutz, was sind die hoheitlichen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Die sind praktisch an uns weitergegeben worden und die Methodenentwicklung und Generierung von Daten stehen da im Kernpunkt. Und dann haben wir weitere Themen, die assoziiert sind, wie zum Beispiel die Entwicklung von Seegraswiesen entlang der Küsten. Und das ist ein Beispiel für sehr erfolgreiche, langjährige Untersuchung, die im Grunde genommen assoziiert ist mit dem Nordseebüro. Und das finde ich, das ist eigentlich auch die Stärke des Nordseebüros, dass man einfach sagt, okay, wir machen Umweltforschung. Die machen wir natürlich auch aus Grundlagenforschungsinteresse. Wir machen aber auch Forschung, die unmittelbar nutzbar ist und die unmittelbar auch zu politischen Entscheidungen führt. Das heißt also, wenn wir über eingeschleppte Arten arbeiten, haben wir daraus Erkenntnisse, die tatsächlich bei nationalen Umsetzungen, aber auch bei internationalen Umsetzungen Wirkung zeigen. Also wir machen Forschung, die ist so weitreichend, dass sie es zu politischen Entscheidungen führt und sogar zu Entscheidungen führt, die vielleicht einen Naturraum sogar verbessern und auch schützen können. Und das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Aufgabe.